Ja, Hofflüsterer Bernhard ist unterwegs. In diesem Fall interessiert uns das Thema Versicherung, und zwar speziell Versicherungen für Pferde. Und da bin ich gefahren zu einer total interessanten Firma, die sich spezialisiert hat, unter anderem auf diese Pferdeversicherungen. Und zwar die Firma BSR, Finanzierungsmarketing und da, Finanzmarketing. Und da habe ich jetzt den Klaus Rode als Gesprächspartner am Tisch. Und bei ihm im Büro und seine Mitarbeiter sitzen alle hier um uns rum. Lieber Klaus Rode, Versicherungen ist für die Pferdeleute ein ganz wichtiges Thema. Du machst schon lange Versicherungen wahrscheinlich, oder? Wie lange gibt es der Firma schon? Seit über 20 Jahren, seit 1987 bin ich in dem Bereich schon tätig. Genau, genau. Und kann man bei dir jede Art Versicherung abschließen oder gibt es nur Pferdeversicherungen? Jede Art von Versicherung kann man abschließen, wobei der Schwerpunkt für uns natürlich mit unserem Pferdeflüsterer auf Pferdeversicherung selbst ist. Ja, genau, genau. Der Pferdeflüsterer sitzt ja bei uns hier auch gleich am Tisch. Wichtig ist halt, die Leute kennen sich beim Thema Pferdeversicherung überhaupt nicht aus. Und deswegen haben die immer wieder die Fragen, ja, wo kann ich denn da hingehen und wo ist es günstig und wo finde ich überhaupt einen seriösen Partner? Darum die Frage, warum sollen die Leute jetzt speziell zu euch kommen, um eine Pferdeversicherung abzuschließen? Ja, die Frage können wir relativ leicht beantworten. Wir sind grundsätzlich fast immer erreichbar. Das heißt also per E-Mail, per Fax, per Telefon. Fast immer heißt also, bin ja auch am Wochenende immer im Büro eigentlich, weil das Büro ist rund um die Uhr geöffnet. Aber immer heißt eben per Internet, per E-Mail, per Anfragen. Die werden sofort schnellstmöglich beantwortet. Und damit ist die Erreichbarkeit völlig außergewöhnlich immer gegeben. Geht es da nur um eine bestimmte Art Pferdeversicherung, nur um eine Gesellschaft oder wie ist das jetzt bei euch im Hause Rode? Also wir haben mehrere Sonderkonzepte, ein ganz spezielles, wo natürlich eine Versicherungsgesellschaft hinterlegt ist. Das ist in diesem Fall die Zürich, das kann man auch sagen. Das ist ein eigenes Konzept, was wir vor 5 Jahren entwickelt haben. Inzwischen mit über 10.000 Pferden, ich will nicht, sind wir fast Marktführer. Der Preis ist unvergleichlich. Natürlich haben wir auch noch 5, 6, 7 andere gute Pferdeversicherer, weil es immer mal ein paar besondere Punkte gibt, wo vielleicht der eine sagt, nee, den Versicherer will ich nicht. Der hat was Spezielles mit Mietsachschäden und diese Dinge. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dieses Konzept, was wir da haben, ist nicht schlagbar und ganz klar die Nummer 1 in Deutschland. Wer kommt zu euch? Ist es derjenige, der ein Pferd besitzt oder ist es der Reitstallbesitzer oder der Pferdezüchter oder kann jeder bei euch versichern? Grundsätzlich jeder. Zum Einzugsbereich kann man wirklich sagen, es ist ganz Deutschland. Berlin, Dresden, München. Interessanterweise kommen tatsächlich die meisten Kunden aus Bayern, dicht gefolgt von Rheinland-Pfalz. Und es sind alle, sind die, die ein Pferd haben, die einen Pony haben, die ein Großpferd haben, die Höfe haben, die Zuchtbetriebe haben, die Reitschulen haben. Selbst ganz normale Bauernhöfe gehört ja letztendlich dazu. Wie können das die Leute vergleichen? Kriegen die von euch ein Angebot oder irgendeine Liste? Oder wie geht das ab von der Abwicklung her? Eigentlich ganz einfach. Ich kriege häufig oder wir kriegen häufig Anfragen übers Internet oder per Telefon. Ich setze mich umgehend mit dem Interessenten in Verbindung. Er kriegt grundsätzlich, wenn ich ihn per Telefon kriege, wird erstmal kurz im Gespräch geklärt, was möchte er denn, was hat er besondere Wünsche. Dann kriegt er per E-Mail die gesamten Dateien schon mit allem Schnickimicki von oben bis unten, mit allen Informationen kurz und bündig und auch so geschrieben, dass sie verständlich sind. Und dann kriegt er gleichzeitig auf dem Postwege, sogar mit einer Briefmarke, mit Pferd drauf, alles speziell dafür ausgerüstet, ausgelegt, kriegt er komplett alle Unterlagen zum Vergleich zu sich nach Hause. Das ist total interessant. Die Pferdeleute stehen natürlich auch unter dem Preisdruck, alles wird ja teurer. Ist es jetzt bei euch in der Versicherung oder in eurer Agentur besonders günstig, da die Pferdeversicherungen abzuschließen? Es ist nicht nur äußerst günstig, es ist fast Marktführer. Es gibt immer einen, wenn man genau guckt, der irgendwo unter irgendeiner Sonderbedingung den gleichen Preis, vielleicht auch noch 1 Euro günstiger machen kann. Für uns war wichtig, dass wir ein Produkt haben, wo unterschieden wird zwischen groß und klein, zwischen einem Pferd und mehr Pferden. Und dann wird die Konstellation ausgerechnet, wie ist es besser, der Pferdehof oder die Pferdehofpolice oder die Einzelpolice. Und
damit sind wir am unteren Preissektor. Wie ist das dann, wenn man jetzt eine Versicherung per Internet sozusagen abschließt, über die Entfernung, die vielleicht ja da ist, ist denn der Service da gewährleistet? Was ist im Schadensfall? Also es ist, also per Internet ist es ja nicht wirklich, sondern es ist technisch immer noch der klassische Außendienst, nur dass ich natürlich nicht 500 Kilometer fahren kann, wenn jemand eine Tierhalterhaftpflicht haben möchte. Es wird alles klar gemacht. Ich kann sogar die Zusage des Versicherungsschutzes, wenn es im Haftpflichtbereich ist, sofort, so per Sofortzusage geben. Kurze E-Mail reicht eigentlich aus. Schaden, Policen, alles wird direkt zugestellt. Der Schaden wird hier bei uns direkt im Büro bearbeitet. Das heißt also, sage ich jedem Kunden, wir möchten uns anrufen, wir begleiten Sie mit den Formulierungen. Es wird keiner alleine gelassen und meistens kommt es auch auf eine Stunde gar nicht an. Die Kunden verfallen häufig in Panik. Ah ja, jetzt die Polizei anrufen und solche Sachen, alles gar nicht nötig. Ich sage immer, erst Gespräch mit mir führen, weil manchmal kommt es auf eine kleine Formulierung an. Richtig ist, dass man eben den Inhalt so verfasst, dass er der Wahrheit entspricht und dann ist das alles überhaupt kein Thema. Also ist total interessant. Die Leute sind bei euch gut aufgehoben, habe ich jetzt mal das Gefühl. Klaus Rode, ist das ein gutes Geschäft, Pferdeversicherungen oder warum nimmt man sich jetzt speziell diesem Sektor an? Nein, es ist Geschäft ist immer eins, aber es geht darum, einmal eine Marktlücke auszuloten und natürlich auch dann die Leute zufriedenzustellen, weil wir feststellen, dass zufriedene Kunden doch gute Kunden sind und das macht auch Spaß, mit zufriedenen Kunden zu arbeiten. Also das ist wichtig für euch, die Zufriedenheit der Kunden. Wie kommt man an eure Versicherungsagentur? Wie übers Internet? Am einfachsten übers Internet. Internetadresse www.pferdepolice.de. Das ist am einfachsten. Da sind auch ein paar. Hinten mit DE? Mit DE. Oder sagst du nochmal genau die Police? www.pferdepolice.de. Genau. Da ist alles hinterlegt, die Hotline-Nummer, da kann das Anfrageformular ausgefüllt werden, ohne runterzuladen, einfach eintragen und abschicken und der Rückruf kommt in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Stunden, samstagsabends sicherlich nicht gleich, aber sonst auch am Wochenende, da haben wir überhaupt keine Berührungsängste, auch sonntags, nachmittags den Interessenten zurückzuholen. Ja, genau. Also wir von der Redaktion Hufgeflüster können eigentlich unsere Hufgeflüster-Leser nur empfehlen, sich da mal ein Angebot einzuholen. Erst dann kann man ja weiter entscheiden. Ich selber habe einen sehr guten Eindruck gewonnen von der Klaus Rode Finanzmarketingagentur. Und wie gesagt, ich würde sagen, die Hufgeflüster-Leser probieren es einfach mal aus. Und ich wünsche euch beiden noch ein gutes Geschäft. Und ich hoffe, wir können uns wieder mal über Pferdeversicherungen unterhalten. Danke. In diesem Sinne. Dankeschön.